bin ja nicht wegen den Pflanzen da, sondern wegen euch. Und zwar, es ist jetzt endlich soweit, es gibt ein paar Neuigkeiten, und zwar auch gesicherte Neuigkeiten über unseren Community Ride, den wir uns ja mal im Dezember so ein bisschen überlegt haben, ob wir das machen können, oder im November war es sogar. Da hatte ich euch gefragt, ob ihr euch denn vorstellen könntet, dass ihr mal mit mir nach Südtirol radet. Und da war die Resonanz ja unglaublich. Also ich habe mal geschaut, allein was Zusagen in Kommentaren waren und dann noch in privaten Nachrichten und noch in Instagram und so weiter und so fort, waren über 500 Leute, die gesagt haben, dass sie Bock gehabt hätten. Das ist ja völlig geisteskrank. Hat mich auch ein bisschen erschlagen, muss ich ehrlich sagen. Weil wie kriegt man 500 Leute auch nur annähernd auf die Straße, ohne dass einer stirbt, weil er vom Auto überfahren wird oder sonst irgendwas. Ein Problem war natürlich die Zeitpunktfindung. Und ja, da habe ich mir jetzt Zeit lassen müssen, beziehungsweise liegt es an meiner Arbeit. Ich habe erst jetzt halt gesicherte Infos, wann ich frei haben kann. Und jetzt gerade im Vorsommer habe ich relativ viele auch so Urlaube geplant. Und da bin ich ein bisschen limitiert, was jetzt diesen Urlaub angeht, weshalb ich jetzt halt erst eine Zusage bekommen habe. Und zwar, in der Umfrage, die ich auf YouTube gemacht hatte, hattet ihr ja größtenteils gesagt, dass ihr Bock hättet, im Mai das Ganze zu machen. Im Mai schaffe ich es nicht. Da geht es 0,0 bei mir. Leider, es tut mir sehr leid. Im Juni und im Juli könnte sein, dass es funktioniert, aber da kann ich es ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen. Da weiß ich wieder nicht, ob ich da Urlaub bekomme. Ich habe jetzt einfach was eingeloggt. Und zwar ist es der April. Und zwar ist es Mitte April. Im April sind diese Osterferien, wie ihr ja wisst. Und direkt im Anschluss an die Osterferien, also am letzten Wochenende von den Osterferien, würde ich gerne los wollen. Und ich weiß, dass das jetzt sehr kurzfristig ist für manche für euch, vor allem wenn jetzt da Familienväter, Mütter dabei sind, zum Beispiel, die auch noch andere Verpflichtungen haben als nur Radeln und Freizeitspaß, ist das jetzt sehr kurzfristig. Deshalb ist das jetzt, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das jetzt nicht mehr nenne Community Ride, sondern eher eine gemeinsame schöne Zeit irgendwie, dass wir in Südtirol verbringen können. Einen guten Namen, wie ihr seht, habe ich noch nicht dafür, aber ich habe es mir jetzt so gedacht. Egal, ob jemand mitfährt oder nicht, es könnte jetzt ja durchaus sein, dass jetzt gar keiner Zeit hat, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Egal, ob jemand mitfährt oder nicht, werde ich in der Zeit vom 15.04. bis zum 21.04., eventuell den 22.04., also knapp eine Woche, in Südtirol verbringen, in der Gegend von Merra. Ich werde anreisen am Samstag, den 15.04., so circa um 3 in der Früh will ich von München losfahren, bis 3.30 Uhr so in der Früh will ich losradeln, und ich werde dann am Sonntag, an diesem Samstag, den 15.04. auch in Südtirol ankommen. Die nächsten Tage habe ich mir so ein paar Ideen, habe ich mir so ein paar Sachen überlegt, die ich dann da machen wollen würde, die alle kompatibel sind, dass da irgendwer noch dazu stößt oder dass vielleicht doch keiner dabei ist oder dass jemand zum Beispiel mit dem Zug oder mit dem Auto erst am Dienstag anfährt und halt nur 2 Tage Zeit hätte zum Beispiel, der ist dann halt nur 2 Tage mit dabei, oder dass jemand, der zum Beispiel auch am Samstag mit mir zusammen startet, dass der vielleicht 4 Tage braucht bis darunter, dann wären das 1, 2, 3, 4, dann wäre er perfekt nämlich da zu einer von mir überlegten Radtour über den Gampen und den Mendelpass. Genau, also Scherz beiseite, das müsste der arme Mensch dann natürlich nicht machen. Also meine Idee war jetzt, wie gesagt, folgendermaßen, ich lege jetzt gar nicht so sehr den Schwerpunkt darauf, dass wir alle gemeinsam losfahren. Bei 10 Leuten wäre es easy möglich, dass wir gemeinsam irgendwo hinradeln könnten, auch wenn wir nicht gemeinsam ankommen würden, weil nicht jeder ist natürlich so, dass er das durchfahren kann, und manche sind noch viel schneller als ich und manche sind halt natürlich auch langsamer, und das soll ja auch so sein. Es soll jetzt eigentlich gar nicht so darum gehen, dass wir gemeinsam dahin radeln, sondern eher dieses Erlebnis einer Alpüberquerung. Das ist ja eigentlich so das schöne verbindende Element. Und wenn der eine 2 Tage braucht oder 3 Tage braucht, dann braucht er halt 2 oder 3 Tage. Das Tolle daran ist, dass wir uns dann in Meran
Und das soll Zielort sein, dass wir uns dann in Meran treffen und in Meran quasi in den Folgetagen und von da aus dann immer so kleine Tagestouren unternehmen könnten oder einfach auch mal gar nichts, nämlich einfach nur ein bisschen Wein trinken oder sonst irgendwas machen in Meran, Abendessen gehen und so weiter und so fort. Ja, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage jetzt mal ganz kurz, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was ich mir jetzt so vorstellen könnte. Ist alles nicht verbindlich natürlich, aber bis auf die Anreise und die Abreise, aber so grob könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Also, ich habe mir für Samstag, den 15., die Anreise überlegt. Da gibt es keinen weiteren Programmpunkt, muss es auch nicht geben. Ein Programmpunkt ist vielleicht doch der, dass wir auf dem Weg zum Silvenstein noch ein gemeinsames Frühstück in Lengries einnehmen könnten, in meiner Lieblingsbäckerei, da im Nah und Gut Kellner, so ein typischer Tante-Emma-Laden auf dem Land, und das ist eine so tolle Bäckerei, da könnten wir noch gemeinsam frühstücken. Bis dahin, denke ich mal, könnten wir alle gemeinsam fahren, und dann werden sich vielleicht so die Wege ein bisschen splitten. Der eine wird dann ein bisschen mehr Gas geben und der andere ein bisschen weniger. Ich habe mir für die Anreise überlegt, wie jetzt hat, welche wäre denn möglich? Die schnellste und also die kürzeste Alpenüberquerung wäre definitiv von München nach Meran, wäre übers Timmelsjoch. Das Timmelsjoch wird im April noch nicht offen haben oder nur bei ganz großem Glück offen haben. Also eher nicht. Das können wir also vergessen, das können wir auch nicht planen. Also gibt es eigentlich nur links und rechts daneben, östlich und westlich, den Brenner und den Reschenpass. Ja, es sind meine Standard-Transalps, aber sie sind für mich auch immer was Besonderes. Sind jetzt nicht irgendwie nur so, ja, zur Not fahre ich halt über, sondern sind schon auch wunderschöne Strecken. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil ich eben nicht weiß, wie viele Leute wir werden, sollte irgendwie der mögliche Anteil an Radwegen möglichst groß sein. Dass wir eben nicht auf der Straße rumfahren müssen und dass mir einer irgendwie totgefahren wird oder so. Das fände ich, wäre natürlich ganz schlimm. Somit hauptsächlich ist mir wichtig, dass die Radwege gut sind. Jetzt hat beide Touren, Brenner und Reschenpass, könnten wir in München beginnen. Und ich würde euch dann natürlich den GPS-Track zur Verfügung stellen, den ich nutze. Und wie ihr dann fahrt, könnt ihr machen, wie ihr möchtet, aber ihr könnt gerne mit mir mitradeln. Wäre von München erstmal zum Silvenstein. Und am Silvensteinspeicher, da würden sich die Wege trennen. Der eine fährt nach Osten in Richtung Brenner und der andere Weg würde nach Westen führen, also in Richtung Wallgau und dann halt zum Reschenpass. Bis zum Silvensteinspeicher ist es kein Problem mit Radwegen. Da gibt es Radwege und die können genutzt werden und die Straßen sind es auch nicht. Vor allem, wenn wir um 3:30 Uhr in der Früh fahren, da interessiert, da ist da kein Mensch unterwegs. Also kann man auch auf der Bundesstraße fahren und das ist kein Problem. Wenn man über den Aachensee und dann über den Brenner fährt, hat man eigentlich bis auf das Stück zwischen Silvensteinspeicher und Aachensee immer einen Radweg. Dann ist besonders im Inntal und dann, wenn es dann hochgeht Richtung Brenner, hat man keinen Radweg, aber es sind Straßen, die voll in Ordnung sind, bis dann kurz vor vom Gipfelpunkt, also Scheitelpunkt vom Brennerpass, da muss man dann halt dummerweise auf die normale Straße und die ist mega widerlich befahren. Kann überhaupt nicht schlimm sein, kann aber wirklich nervig sein, und ich weiß nicht, wie ihr das geübt seid, mit vielen Autos unterwegs zu sein, aber da muss man halt schon eine gewisse Resilienz haben, was an einem Vorbeifahren der Autos angeht. Das ist insbesondere die Strecke ab Matrei, und das sind schon ein paar Kilometer, die ziehen sich, das sind die letzten Höhenmeter vom Brennerpass, und das muss man mögen oder tolerieren können. Ja. Ab der italienischen Grenze ist ein einziger Radweg bis nach Bozen runter und von Bozen, also nach Sterzing runter, dann nach Bozen und von Bozen dann nach Meran. Und wer ganz wild ist, könnte natürlich auch vom Brenner nach Sterzing runter, dann über den Jaufenpass und dann nach Meran. Wäre auch eine richtig geile Geschichte, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ist nochmal ein kleiner Kick da auf den Jaufenpass hoch. Genau, das wäre die Brenner-Variante. Also Italien immer Radweg, Österreich partiell Radweg und vor allem zum Schluss hin kein Radweg, und in Deutschland kein Problem wegen der Uhrzeit, und ja, genau.
Reschenpass wäre ähnlich. Deutschland erstmal wegen der Uhrzeit überhaupt gar kein Problem. Dann sind wir auch schon in Österreich. In Österreich entlang von kleineren Straßen geht es nach Richtung Telfs und von Telfs aus führt dann eigentlich kontinuierlich der Innenradweg Richtung Pfunz, Richtung Landeck und dann Pfunz. Und von da aus geht es über die Schweiz, also Martina, dieser kleine Grenzding, wo man nur wirklich für 7 Meter ungefähr in die Schweiz reinfährt. Von da dann hoch zur Norbertshöhe, entlang von der Straße, die wirklich nicht viel befahren ist, also ein kleiner Pass, der nicht viel befahren ist. Und ab da ist man dann wieder auf dem Radweg. Das ist wäre der Radweg via Claudia Augusta, der entlang des Reschensees führt. Und man könnte auch die Bundesstraße nehmen. Also wenn es Nacht ist, wenn nicht viel los ist, nehme ich immer die Bundesstraße da und fahre schnurstracks nach Meran runter. Und man könnte aber auch den Radweg komplett nehmen, bis auf ein, zwei Stellen, wo es Schotter hat, ist das auch ein perfekt geteerter Radweg und der ist wunderbar. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, welchen Radweg, was wir denn jetzt machen könnten. Von den Höhenmetern her habe ich mal geschaut, ist der Reschenpass 1000 Höhenmeter mehr als der Brennerpass. Ansonsten ist es exakt gleich von den Kilometern her, immer 340 Kilometer oder was nach Meran. Da ändert sich also gar nichts. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, es soll jetzt die erste Tour sein. Nehmen wir einfach einen Brenner, fahren wir über den Brenner und über Bozen, das ist ja auch schön, durch Bozen durchzufahren und dann dieses wunderschöne Etschtal davor Richtung Meran. Also, 15.04. Anreise. Circa 3:30 Uhr werde ich losradeln im Zentrum von München und dann geht's los in Richtung Brenner über den Silfensteinspeicher mit einem kurzen Frühstück in Lenggries. Silfensteinspeicher, Aachensee, Inntal und dann die alte Brennerstraße und dann geht es über den Brenner nach Sterzing, Bozen und dann noch mehr ran. Das reicht dann erstmal für diesen Samstag, den ersten Tag. Der zweite Tag ist dann der 16.04. Das wäre dann für mich so ein bisschen ja, chillen und in Meran ein bisschen umeinander sandeln. Da seid ihr herzlich alle eingeladen. Und wenn dann der am 16.04. dazustößt, weil er halt ein bisschen länger gebraucht hat als ich jetzt, dann ist das auch sehr schön. Dann können wir da gemeinsam vielleicht ein isotonisches Getränk zu uns nehmen. Am 17.04. habe ich mir überlegt, hätte ich Bock auf einen Berglauf, da will ich ein bisschen laufen gehen. Sonst keine großen Programmpunkte, da können wir uns ja dann noch austauschen, was man dann da machen könnte. Am 18.04. habe ich mir überlegt, eine Radtour über den Gampen und den Mendelpass. Ich würde wegen der Sonne, ich bin ja immer so ein Sonnenmensch, würde ich schauen, dass wir über den Mendelpass hochfahren und dann, also von Merano aus, über den Mendelpass hochfahren und dann über den Gampenpass wieder runter, sind wir wieder in Meran quasi fast. Am 19.04. habe ich mir wieder chillen in Meran überlegt und eventuell wandern. Da hätte ich Bock drauf, in der Gegend unterwegs zu sein, dann kann ich euch auch ein bisschen was zeigen. Und ja, dann am 20.04. habe ich mir überlegt, könnten wir auf den Jaufenpass hochfahren. Der Jaufenpass ist ja mega schön und ist von der Passaia-Talseite, also die Seite von Meran aus, auch schön hochzufahren. Natürlich muss man ein bisschen Verkehr aushalten. Was ist das für ein Wochentag? Das ist Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Es ist aber ein Donnerstag, also es wird sich in Grenzen halten. Bis auf in der Früh der Berufsverkehr halt auf der Straße bis nach St. Martin in Passaia. Ab da ist dann kein Problem mehr. Da werden wir hochfahren. Ich will unbedingt oben so einen Erdbeerkuchen fressen, weil da ist es so richtig geil, was es da an Kuchen gibt da oben. In diesem Edelweißhütte, glaube ich, heißt das Ding. Wer jetzt dann Bock hat, von da nach Hause zu fahren, der muss eigentlich nur nicht zurückfahren nach Meran, sondern mit dem Radl nach Sterzing runter, geht nur noch runter und das ist eine unfassbar schöne Abfahrt. Der fährt runter nach Sterzing und könnte da in den Zug einsteigen und ist schwuppsdiwupps in Innsbruck und somit dann in der Nähe von daheim. Beziehungsweise könnte natürlich auch mit dem Radl über den Brenner fahren und ist dann in Innsbruck und kann von da dann weiterschauen. Ich für meinen Teil würde allerdings
wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, würde wieder zurückfahren, wieder nach Meran und würde dann erst am nächsten Tag mit dem Zug heimfahren, von Bozen aus. Also sprich am 21., eventuell auch erst am 22. Mit dem Zug heimfahren, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, muss ich mir noch überlegen. Und eventuell fahre ich auch gar nicht mit dem Zug heim, sondern fahre mit dem Radl heim. Und das hängt jetzt ein bisschen so davon ab, weiß nicht, ob ich es jetzt alleine machen würde, aber vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der das irgendwie, der da auch Bock drauf hätte. Und dann, ja. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen: eine Woche im wunderschönen und hoffentlich nicht regnerischen, sonnigen Meran, Mitte April, direkt im Anschluss an die Osterferien. Vielleicht schafft es ja der ein oder andere, dass er sich da ein paar Tage freischaufelt. Und wenn es nur 3 Tage sind, dann sind es nur 3 Tage. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da mit euch was, ein bisschen was starten könnte. Und nächstes Jahr machen wir das ein bisschen anders. Da schaue ich, dass ich den Urlaub ein bisschen besser einplanen kann. Und dann wisst ihr auch schon deutlich früher Bescheid. Das heißt, für denjenigen, der jetzt da dieses Mal keine Zeit findet, der muss sich da überhaupt nichts denken. Nächstes Jahr gibt es definitiv wieder eine Möglichkeit. Und ich habe auch noch eine Kleinigkeit geplant. Im September werde ich an einer Radlveranstaltung höchstwahrscheinlich teilnehmen. Mit meinem Bruder zusammen hoffentlich. Und da werde ich euch ab da, wo ich das quasi fe festgemacht habe, gebe ich euch Bescheid. Vielleicht habt ihr auch Bock, damit teilzunehmen, und dann kann man ja auch ein bisschen gemeinsam ein bisschen ratschen. Also, ich glaube, das war es zusammengefasst, und ich glaube, das ist jetzt erstmal genug. Schreibt mir alles an Fragen gerne in die Kommentare rein. Ich versuche es auch wirklich zu beantworten. Ich weiß, ich bin nicht immer der Zuverlässigste, was das angeht, aber das ist nicht böse gemeint. Manchmal bin ich ein bisschen ob der Vielzahl an Nachrichten und verschiedenen Kanälen in Instagram, persönliche Nachrichten, Kommentare auf YouTube, Kommentare und persönliche Nachrichten, die ich kürzlich mal gefunden habe, dass es die überhaupt gibt. Und dann auf Facebook noch, und dann auf Strava noch, und dann, ja, manchmal bin ich ein bisschen fast überfordert von den ganzen Nachrichten. Nee, überfordert nicht, aber überwältigt, sagen wir es mal so. Und ich würde mich mega freuen. Gebt mir gerne Bescheid, ob ihr dabei seid oder nicht dabei seid. Das bringt mir natürlich dahingehend ein bisschen Klarheit, wie es jetzt ausschaut, wie viel wir sind. Was ich euch natürlich nicht abnehmen kann, ist Hotelbuchungen etc. Ich habe auch keine wirklichen Empfehlungen für Hotels. Jetzt so kurzfristig darauf zu warten, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, ah, es wollen 10 Leute mitfahren, dass ich dann quasi in Anführungsstrichen wie so ein Reiseveranstalter bei einem Hotel anrufen könnte und fragen könnte, ob die da uns was günstiger geben könnten. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kurzfristig, weshalb ich euch eher empfehlen würde: schaut mal, dass ihr euch ein Hotel irgendwie bucht, in der Gegend von Meran. Ich wohne ja immer im Finchgau, das ist kurz vor Meran quasi. Also egal, wo ihr seid, Hauptsache irgendwie in der Gegend von Meran, und bucht euch da, wenn ihr dabei sein wollt, am besten schon mal das Ticket. Bezüglich Zugfahrt, Heimfahrt, nur der kleine Tipp: bucht euch das am besten auch im Vorhinein, wenn ihr den EC nutzen wollt, der von Bozen über Innsbruck nach München fahrt, ist die komfortabelste 5-Stunden-Variante, kostet so meistens so, ich glaube, 85 € inklusive Fahrrad. Dann braucht ihr natürlich eine Reservierung fürs Fahrrad. Wenn ihr das nicht schaffen solltet oder schon alle Plätze belegt sind, ihr kommt immer nach München. Und wenn ihr da diesen Nahverkehr benutzt von Meran nach Bozen, von Bozen zum Brenner hoch, von Brenner in die österreichische S-Bahn nach Innsbruck runter, und von Innsbruck gibt es wieder so viele Züge, die nach Richtung Salzburg fahren oder auch Richtung Mittenwald fahren, dass ihr euch da gar keine Gedanken machen müsst. Da braucht ihr dann auch keine Fahrradreservierung. Es könnte nur, wenn es mega voll wäre, halt ein bisschen voll sein. Aber das ist jetzt keine Jahreszeit, wo unfassbar viele Radler unterwegs sind. Also ist es nicht ganz so dramatisch. Genau, das solltet ihr euch aber doch ein bisschen im Kopf behalten, dass ihr euch das im Vorhinein bucht. Da seid ihr zwar nicht so flexibel bezüglich Heimfahrt mit dem Radl, aber ihr habt zumindest das Ding safe.
Und womöglich kann man es ja auch noch stornieren, das weiß ich jetzt allerdings nicht genau, ob das funktioniert. Und ist jetzt natürlich auch nicht so cool, wenn man am Tag davor dann anfängt zu stornieren. Ja. Und die anderen keinen Platz bekommen hatten. Genau. Dann freue ich mich auf, das ist jetzt in knapp 1,5 Monaten, auf eine wunderbare Zeit in Südtirol mit euch oder auch alleine. Schauen wir mal. Also dann, danke fürs dabei sein, zuschauen und ja, fleißig kommentieren und ja, bis dann. Ciao.